بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزمة بوخ العربية بين يديك، الوحدة الثالثة مت دم دغت مودول السكن تصفونا أوريدي فونونك، الدرس السادس والعشرون لكسيون 26. Bevor wir anfangen, wollte ich eine Nasiha geben, einen Ratschlag geben, den ich bekommen habe, persönlich, privat, den ich euch sagen sollte. Und zwar der Unterschied zwischen Selbstwissen erlangen und von einem Lehrer oder in einer Gruppe das Wissen zu erlangen. Wenn man alleine lernt, dann lernt man Informationen und nicht das Wissen. Das bedeutet, man hat Wissen oder man hat Informationen, aber man hat dieses Thema nicht umfasst. Und deswegen ist man mangelhaft und hat vielleicht die Antwort, aber nicht eine Antwort, die für alles ausreicht. Wenn aber man bei einem Scheich lernt oder bei einem Lehrer lernt oder in einer Gruppe lernt und dieser Scheich auch wirklich das Können hat, das zu lernen oder zu lehren, dann gibt er dir das von allen Seiten und gibt dir auch Merkmale oder einige Notizen, wo man dann achten kann oder wo man achten muss, dass man nicht die falsche Antwort gibt. Und das ist eben der Unterschied. Ebenso einer, der alleine lernt, dessen Herz ist hart. Warum? Weil er nur an Informationen sammelt. Aber wenn man mit einem Lehrer lernt, hat man das Herz noch weich. Warum? Weil man bekommt das Wissen und mit diesem Wissen auch diese Baraka. Das genauso, wenn man zum Beispiel nur Fiqh lernt. Also wenn man jetzt nur Fiqh lernen würde oder nur Aqida lernen würde, dann hätte man auch etwas Hartes. Warum? Weil man nur Wissen strebt. Aber dazu muss man auch noch Akhlaq oder Tazkiyah lernen, damit man eine Begleichung hat. Und deswegen zum Beispiel das Nahu. Nahu ist zum Beispiel Grammatik im Arabisch. Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, hat sogar ein Buch geschrieben, das sich Nahu al-Qulub nennt. Also das Nahu, die Grammatik des Herzens. Oder wenn man sagen könnte, die zum Richtung des Herzens, weil Nahu hat zwei Bedeutungen oder mehrere Bedeutungen. Zwei davon sind Grammatik, Nahu, und die Richtung. Also ich gehe zum Beispiel dorthin. Ana adhab nahwa kaza, sagt man im Arabischen. Und diese Grammatik hat er mit dem Tazkiyah, mit dem guten Charakter, mit dem Akhlaq verbunden. Und das ist ein sehr schönes Buch, was man lesen sollte. So, jetzt können wir inshallah anfangen. Al-Qira'a. Al-Tadribu al-Awwal. انظر واستمع واقرأ. Natürlich, jetzt müssen wir verstehen, was eigentlich انظر واستمع واقرأ heißt. Die Bilder sind auch da, damit man das verstehen kann. Ich lese und dann kann der Bruder Shahria die Wörter nochmal wiederholen. Genau. Ich glaube, die letzten Wörter kann man nicht richtig sehen. Okay, jetzt kann man es sehen. Bait. Shaqqa. Achso, okay. Wir können das auch so machen. Also ich sage das so. Wort und dann du dir. Schaqqa. Schaqqa. Ghurfa. Ghurfa. Hammam. Hammam. Matbach. Matbach. Daur. Daur. Sarir. Sarir. Sitara. Sitara. Arika. Arika. سجادة سجادة غرفة نوم غرفة نوم غرفة جلوس غرفة جلوس. Darf ich eine Frage stellen? Bei Matbach, also wir haben das Tor und das ist sukuniert. Und im Koran, wir würden das Matbach, also wir würden ein Kaukola machen. Also macht man hier auch Kaukola oder lässt man das weg? Den Tajwid benutzt man eigentlich nur im Koran. Außerhalb des Korans benutzt man das nicht.
Ah, okay. Und Deswegen. wenn man zum Beispiel ein Dua liest, zum Beispiel was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelesen hat, außerhalb des Korans zum Beispiel, würde man auch keinen Galgala dann machen? Jetzt beim Dua ist es anders, weil bei dem Dua kann es vom Koran sein, von einem Hadith sein oder von sich selbst. Und deswegen könnte man da eigentlich, also man sollte nicht da übertreiben, richtig? Weil, also ich will erstmal sagen, Wallahu alam, aber einige Sachen, die ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass man nicht übertreiben soll. Also es gibt, glaube ich, einen Hadith, den habe ich jetzt nicht gerade auswendig, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Salam. man sich erschweren soll, den Dua am Ende ein Seja zu machen, also dass das immer so am Ende gleich ist. Verstehst du, was ich meine? Dem Also, Gleichen habe ich nicht verstanden. zum Beispiel wie in einer Poesie, dass man zum Beispiel Haus, Maus, also dass es sich am Ende reimt zum Beispiel. Reimt, okay. Und man soll nicht versuchen, den Dua so zu machen, weil dann hat man keinen Khushu, man hat keine Gottesfurcht mehr und man denkt nur noch, welches Wort passt da? Und man verliert dann den eigentlichen Gedanken, den man haben soll, dass ich vor Allah Azawajal stehe und gerade etwas bitte. Wallahu alam. Okay. Jetzt haben wir Bait. Ma'ana Bait. Na, Ma'ana, was heißt Bait? Sag mal nochmal die Frage, Namane oder? Ma, Ma'ana. Ma'ana, Bedeutung. Was ist die Bedeutung? Also Ma, zweimal Ma'ana. Mim, oder? Ma und Ma'na. Genau. Ma heißt was? Ma'ana, Bedeutung. Und Okay. dieses ist, also dieses Sein, das gibt es im Arabischen kaum. Und deswegen benutzt man das nicht. Und deswegen sieht man auch im Koran einige Wörter, die in Klammern sind. Weil diese Wörter man im Arabischen nicht benutzt. Weit, kann man sagen, weit Ma'na Haus Genau, oder? richtig, super. Mashallah. Ich schreibe mal das so. Ma, ma, na. Ah, Natürlich, okay. diesen Abstand ist für den Ein sozusagen. Richtig. Ma Okay. Alan, ma, ma, na, Schappa. Ma'na. Ma'na Wohnzimmer. Nicht Wohnzimmer, Schappa, Wohnung. Ah, Schatten طيب ما معنى غرفة؟ غرفة معنى زما سمع. نعم حمام حمام معنى باد ممتاز مطبخ مطبخ معنى كوشة كيشن نعم دور دور معنى تير أو تور لا دور إتاجة دور إتاجة دور معنى إتاجة أوكي سرير سرير معنى بيت بيت نعم إثارة ستارة معنى قديمة جنو قادينو أريكا ما معنى أريكا؟ Die letzten Buchstaben sind ein bisschen so, oder vielleicht ist nur bei mir ein bisschen Ich abgeschnitten. gehe damit weiter. Also, ja, besser. Arika, ma'na Sofa. Okay, Namen. Sajada. Sajada, ma'na Teppich. Teppich. Ghurfatu Naum. Ghurfatu Naum, ma'na Schlafzimmer. Schlafzimmer, Namen. وغرفة الجلوس غرفة جلوس معنى Wohnzimmer. Wohnzimmer نعم صحيح Was heißt صحيح ونين صحيح richtig. صحيح معنى richtig. Genau richtig beim Handy hat man immer dieses Problem
Okay, so. طيب نذهب إلى التدريب الثاني. Wir gehen zur zweiten Aufgabe. التدريب الثاني. صل verbinde بين zwischen كل كلمتين jede zwei Wörter متطابقتين die zusammenpassen oder zwei zusammenpassenden Wörter. Ich gebe mal ein Beispiel oder ich gebe dem Beispiel, den wir haben. مثلا مثال Beispiel سبعة سieben أثاث. أثاث heißt Möbel. Ich sage dann رقم سبعة مع حرف جيم. نعم. أوكي. رقم سبعة مع زيبن ميت بوخشتابة حرف جيم. طيب الآن نعم. ما معنى نعم؟ رقم واحد مع حرف دال. مع حرف دال. نعم، لكن ما معنى نعم؟ Was heißt نعم؟ نعم معنى يا. Ja, صح. Ich frage dann so zum Beispiel: رقم واحد مع أي حرف؟ Also رقم so und so, Nummer so und so, ist mit welchem Buchstaben? أي welcher? Okay. Dann zum Beispiel رقم اثنين مع أي حرف؟ رقم اثنين مع حرف يا. مع حرف يا، ممتاز. وما معنى تسكن؟ تسكن غوة ولا فنساكنة؟ Nein. Aber es ist eine schöne Dings, eine schöne Kombination, weil die gleichen Buchstaben. Lekin teskunu min seken. Die Überschrift von unserem Thema heißt es seken. Und ich sagte, seken heißt Wohnung oder Wohnen. Und teskunu, ente teskunu. Also du wohnst. Also Taskun, du wohnst. Genau. Und was war nochmal Wohn? Also wir haben in den Bildern noch ein Zimmer gehabt. Da haben wir das Wort Wohnung gehabt. Ist es das Wort? Nee, wir hatten Rurfa und Schakka. Achso, Chakra. Okay, ich dachte Chakra. Okay, Chakra heißt Wohnung, oder? Genau. Und Second genauso. Also, ja. Also man kann es für Wohnung sowohl Chakra sagen als auch Sacken. Genau. Also wenn man Chakra sagt, dann sagt man Wohnung. Aber wenn man Second sagt, eben da, wo man wohnt. Also es ist allgemeiner. Man kann dann Beit meinen, Haus meinen und man kann auch eine Wohnung meinen. Beides. Ah, okay. Weil es hat, glaube ich, diese Verbindung mit Sukun oder Sakin, also dass man eben still bleibt. Weil Sakana, Sakin, also er ist in einem Ort still, er bleibt da. Ah, okay, interessant. Und Teskunu, der eigentliche Verb, der Infinitiv, ist Hua Sakana. Er hat gewohnt, Sakana. Sakana. Und im Gegenwart sagen wir dann Yeskunu, Hua Yeskunu, er wohnt. Ente Teskunu, hier Teskunu. Ana Eskunu, Nahnu Neskunu. Hast du alles verstanden, oder? Ja. Okay, wenn ich jetzt sage Ana Eskunu, was heißt das? Ich wohne. Nahnu Neskunu. Wir wohnen. Hier Teskunu. Hier, sie wohnt. Ente Teskunu. Du wohnst. Richtig. Taib, Hua. Wenn ich sagen möchte, Hua. Wie benutze ich das Verb? Hua Yaskun. Nam. Anna.
Ich wollte nach dem Ende fragen. Also sagt man hua yaskunu oder hua yaskun? Wenn man stoppen möchte, kann man sagen yeskun. Wenn man weiterlesen möchte, sagt man yeskun. Okay. Also immer u. Natürlich gibt es hier ein bisschen noch Erklärung, wann man yes oder ja, wenn man eskune zum Beispiel oder yeskune, wann man am Ende Fetha gibt oder wann man stoppt. Also bei einigen Orten oder durch einige Gründe muss man stoppen und sagen ene eskun zum Beispiel. Aber das Eigentliche ist eben, dass man am Ende einen Dhamma hat. Okay. طيب نكمل. Wir gehen weiter. ثلاثة. مع أي حرف؟ رقم ثلاثة مع حرف زال. مع حرف زال. نعم. ما معنى حي؟ حي القيوم. Aber ich weiß nicht, was bedeutet. Genau. Lebendig. Aber hier ist حي der Viertel gemeint. Also Viertel von, also wie 15 nach, also dieses Viertel, nee, nee. Viertel von einem Kuchen? Nee, Viertel, also Ort. Und zum Ach Beispiel so, im. Ah, okay. Also Bezirk, Gegend. Genau, richtig, ja. Hi. Okay. Rakam Arba, ma ay harf? Rakam Arba, ma harf. Wow. مع حرف واو نعم ما معنى جميلة؟ جميلة معنى دي شونة oder schön مو schön schön. schön جميلة مؤنث أم مذكر؟ Also جميلة مؤنث مذكر. مؤنث zum Beispiel جميلة أو فاطمة خديجة مذكر أحمد محمد Ich habe es nicht ganz verstanden, leider. Also Jamila benutzt man mehr für Mädchen und Muzakir mehr für Jungs, genau oder? richtig wenn man Jamila sagt dann ist es ein weibliches Wort weil am Ende gibt es ein Term Mutter Richtig. und deswegen ist das Muannas Muannas bedeutet feminin Ah, Muannas. oder maskulin. Sag mal nochmal, was heißt maskulin? مذكر مذكر und مؤنث. Genau, مذكر مؤنث. So. Ah, okay, مؤنث. طيب الآن خمسة ثلاجة مع أي حرف رقم خمسة مع heißt das Ma'a Ein und Fatha oder Ein Sukun? Ma'a. ميم عين ما عن Also und beide Mim Fatha und Ein Fatha. نعم صحيح Ah, das ist doch ein. مجزاك Rakam Khamsa Ma'a Harf Harf Ha. ممتاز ثلاجة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. مؤنث ممتاز نعم رقم ستة مع أي حرف؟ Wir haben aber noch nicht Bedeutung, oder? Thalaja. ما معنى الثلاجة؟ Thalaja. Ich weiß nicht. Kühlschrank Thalaja, Kühlschrank. رقم ستة رقم ستة مع حرف ألف أو حمزة. حمزة حمزة ممتاز وما معنى رقم رقم معنى نمى. ممتاز لا رقم ثمانية مع أي حرف Ich glaube, wir haben Saba noch nicht, oder? Saba? السبعة ist ja schon Ach erklärt so. worden und ich habe Und was heißt nochmal Athas? Das habe ich vergessen. Möbel. Ah, Möbel. Das ist klar, Möbel. Wenn du fragen möchtest, was heißt
das? Was sagst du auf Arabisch? Ungefähr. Ma'na asas, Mujazaka. Rakam Samia Ma Harf Ba Ba نعم، رقم ثمانية مع حرف باء، وما معنى لا؟ لا لا معنى ناين. نعم، ممتاز. أوكي، wir gehen dann zur nächsten Seite. Wie kann man sagen, ma ma'na, also auf Deutsch, also was bedeutet ma ma'na al-Kitab und wenn man sagt auf Deutsch? Man sagt zum Beispiel Bil-Almania. Bil-Almania. Ich wünschte, ich habe arabische Tasten, dann könnte ich das auf Arabisch schreiben, aber Achso, bist du auf dem Handy gerade, wenn du schreibst, oder bist du auf deinem... Laptop, auf dem Laptop. Oh, okay, weißt du, wie man das einstellt? Kann ich, aber ich muss dann, ich habe die Tasten nicht auf Arabisch, also die Tastatur hat keine Ah, arabischen Buchstaben. okay. Und dann muss ich immer den Display benutzen und das wird dann immer so schwierig. Das ist schwierig, kein Problem. Okay. Also man würde sagen, ma ma'na al-kitab bil Almania. Bil-Almania. Also Bil diesen Ja hat nicht. Almania, Bil Almania. Nein. Bil Almania. رقم ثلاثة. اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة. Also leg den Zeichen X falsch neben dem unterschiedlichen Wort, also das, was anders ist, in jeder Gruppe. Rakam Wahid. Ich mache mal ein Beispiel. Alif Ghurfa oder Ghurf. Alif Ghurf. Ba Ghurfatun. Jim Ghurafun. حرف ب مختلف. ايش خايب تس؟ حرف ب غرف zum Beispiel غرف ايش معنى غرفة 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 مختلف ist anders. Also der Buchstabe ب das mit dem Wort غرف oder غرفة مختلف ist anders. الآن رقم اثنين. أي كلمة مختلفة؟ Welches Wort ist anders؟ الحرف جيم مختلفة. الحرف جيم مختلف. الحرف جيم مختلف. Weil Harf ist ja مذكر, maskulin. Und deswegen sagen wir آه مختلف. Wenn wir sagen, مختلف. das Wort جميلة ist anders, dann würden wir sagen, كلمة جميلة مختلفة. Und das wäre eigentlich auch schöner, wenn man das so sagt. Also wir können das dann ändern. Sag mal nochmal, wie heißt, was ist das Wort nochmal? Kalima? أعيد, ich wiederhole. كلمة جميلة مختلفة. كلمة جميلة مختلفة. الكلمة oder sagt man, ich glaube ohne Artikel oder einfach Kalima. Das, was du gesagt hast, ist besser sogar. الكلمة. Okay. الكلمة جميلة مختلفة. Warum? Weil ein Satz besteht immer aus Mubtada und Khabar oder Fi'l und Fa'il. Mubtada ist das Wort, mit dem man anfängt. Und Khabar ist eben die Bedeutung dazu. Und der Mubtada, der erste Wort, muss immer Mu'arraf sein, also bestimmt sein. Deswegen ist das Wort ist besser. Oder richtig. Al-Kalima, Jamila, Mukhtalifa. الكلمة جميلة مختلفة. نعم. ما معنى جميلة؟
جميلة معنى schön. ممتاز. وغرف غرف معنى زيمر. غرفة سما آه. غرف ثلاثة مثلا، ثلاثة غرف، أربع غرف، نما ني ساعة من ذاك مش دراي سما، غرف جمع، غرف بلورال جمع، جمع also من ذاك جمع غرف اس دي زيمر. genau دي تسمى ام بلورال. اوكي also غرفة und ne, also غرفة ist ein Zimmer oder das oder غرفة ist ein Zimmer und غرف mehrere Plural. Genau, richtig. Ah, غرفة غرف. Wir müssen uns ein bisschen besputen. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ja. ثلاثة، أي كلمة مختلفة؟ الكلمة تريد مختلفة. نعم، كلمة تريد مختلفة. شيخ يوسف، وعليكم السلام، كان بروبليم، لا مشكلة. ما معنى تريد؟ تريد معنى دو مشتست؟ Du möchtest, genau. Und was, ma ma'na uridu? أريد معنى ich möchte. Ich möchte, نعم. Okay, die nächste ist für Sheikh Yusuf. رقم 4. أي كلمة مختلفة؟ unterschiedlich. طيب، أي كلمة؟ Welches Wort ist anders؟ مطار فلوكاف. مطار، نعم. ما معنى مطار؟ hast du schon gesagt. طيب، ما الاختلاف؟ Was ist der Unterschied بين مطار والمطار؟ der Artikel ist weg, also das L. Genau. Ein Flughafen und der Flughafen. Genau. MashaAllah. Wir gehen dann runter. رقم 4. اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة. Das gleiche, nur الآن جملة. كلمة, Wort, جملة, Satz. رقم 1. شيخ شهريا، أي جملة مختلفة؟ اوكي. جملة هذه شفة جميلة مختلفة. Genau. هذه شقة جميلة. هذه شفة جميلة. Wegen der Zeit werde ich jetzt alles schnell ein bisschen übersetzen. هذه شقة جميلة. Das ist ein schönes, eine schöne Wohnung. Das ist eine schöne Wohnung. Aber لكن هذه الشقة جميلة. Diese Wohnung ist schön. Das ist der Unterschied. طيب، شيخ يوسف، رقم 2، أي جملة مختلفة؟ المطبخ في الدور الثالث. نعم، المطبخ في الدور الثالث، in der dritten Etage، also die Küche ist in der dritten Etage. المطبخ في الدور الثاني، die Küche ist in der zweiten Etage. طيب، رقم 3، شيخ شهريا، أي جملة مختلفة؟ الجملة ما
Rokumu Beitik Muchtalifa. نعم بيتك أم بيتك؟ Beitik. بيتك نعم بيتك was ist die Nummer deiner Wohnung für weiblich also wenn man eine weibliche Person anspricht aber بيتك wenn man eine männliche Person anspricht رقم 4 شيخ يوسف أي جملة مختلفة كم ستارة في الغرفة؟ Wie viele Vorhänge sind in deinem Zimmer? نعم und كم سجادة في الغرفة wie viele Teppiche gibt es in dem Zimmer طيب نذهب إلى الصفحة التالية التدريب الخامس انظر واستمع واقرأ wir machen das in Reihe also einmal Sheikh Shahria und dann einmal Sheikh Yusuf Sheikh wir fangen mit Sheikh Shahria an اسمع أسكن في بيت كرر wiederhole أسكن في بيتي أو أسكن في بيت نعم في بيت أو في بيت أسكن في بيت نعم also entweder sagt man في بيت wenn man stoppt oder في بيت wenn man das grammatikalisch erwähnen möchte und بيت weil das unbestimmt ist aber wenn man sagen möchte في البيت dann sagt man بيت wenn man das Artikel hinzufügt طيب شيخ يوسف أسكن في شقة أستاذ محمد, das bedeutet, ich wohne in einem Haus, oder? Ich wohne in einem Haus, oder? Genau. Ich wohne in einem Haus. Okay. أسكن في شقة ولا في شقتين؟ في شقة أو في شقة. نعم. ما معنى أسكن في شقة؟ Ich wohne in einer Wohnung. نعم. Richtig. طيب. في شق في الشقة ثلاث غرف في الشقة ثلاث غرف في شقتي ثلاث في غرف الأولى في الشقة في الشقة أوكي. في الشقة ثلاث غرف genau einige Buchstaben gibt es es gibt ال الشمسية و ال القمرية. Einige Buchstaben, da macht man ein Shadda und man lässt den Lam aus. Bei anderen, spricht man den L aus, den Lam. Deswegen hier, في الشقة. In der Wohnung gibt es drei Zimmer. الآن, الشقة في الدور الأول. شيخ يوسف فتصحيح. الشقة في الدور الأول. Also die Wohnung ist im ersten Etage, im ersten Stockwerk. Ja, die Wohnung ist in der ersten Etage. أريد مشاهدة الأثاث. أريد مشاهدة الأثاث. Ja. مشاهدة نظرة ينظر يشاهد أزيد Also ich möchte das Wohnzimmer sehen oder? Genau. Das Sehen der Möbel. Ah, okay. Ich möchte die Möbel sehen. Nicht das Sehen, also Mushahe, das ist sowas wie Infinitiv, das Sehen. Ah, okay. Natürlich, man könnte es so übersetzen, aber am Anfang sagt man öfters mal so, hä, das heißt doch eigentlich so, deswegen übersetze ich das immer wortwörtlich. Okay. طيب, أريد مشاهدة المطبخ. أريد مشاهدة المطبخ مطبخي ich möchte die Küche sehen. Genau, ich möchte das okay, sehen. Ich, der Küche. Okay, ich möchte die Küche sehen. Ich möchte das so. Sehen der Aber Küche. Das Wort, ich kann auch wortwörtlich sagen. Okay. Wir gehen dann runter. Ich glaube, jetzt kann man alles sehen.
التدريب السادس، انظر واستمع واقرأ. أحمد يسكن في شقة جميلة. شيخ يوسف اقرأ. أحمد يسكن في شقة جميلة. نعم. الشقة أحمد مطمئن شن أكمل ويطفى. الشق فلوت في غرفة جوسي مؤتمر يبدو محمد شقة جميلة. Also wohnt, wohnt er in, im Flughafenviertel? Nein. Yaskunu fi Hayil Matar. نعم، أحمد يسكن في حي المطار، صح. رقم ثلاثة، شيخ يوسف، هل الشقة في الدور الخامس؟ لا، شقته في الدور الثالث. ما شاء الله. Seine Wohnung ist in der dritten Etage. رقم أربعة، شيخ شهريا، كم غرفة في الشقة؟ كم غرفة غرف، في شقتي؟ ثلاث غرف في ثلاث الشقة. غرف في الشقة. في الشقة، also الشقة مش بشتمتين، في الشقة. في الشقة. ثلاث غرف. ثلاث ثلاثة. غرف. ثلاث غرف في الشقة. رقم خمسة، يوسف، أين الفرن؟ في المطبخ فرن. نعم. شيخ شهريار، أين المرآة؟ المرآة في الحمام. في الحمام. نعم. المرآة في الحمام. طيب، شيخ يوسف، أين السرير؟ في غرفة النوم سرير. نعم. شيخ الشهرية، أين الأريكة؟ الأريكة في جلو في غرفة الجلوس. Und hier bleiben wir inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.